In der heutigen Folge starten wir direkt erstmal mit einem Harmoniegespräch mit Zenobia. We're inside Torna's Titan now, eh? The site of a grand melee 500 years ago, yeah? Yeah. Oh man, I wish I could have been here for that. You don't know though, do you? Maybe you actually were. Now that you mention it, that is a very exciting possibility. Hey Mithra, maybe you remember. I feel like you might or might not have been there. You're not helping. Which one is it? You can't expect me to remember every little thing from 500 years ago. Ugh. Too bad. Pick up, Zenobia. Say you were here, though. Hättest du Mithra bekämpft oder wärst du Mithras Verbündete gewesen? Tja, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, ich würde eher fragen, ob sie Mithras Verbündete gewesen wäre. Would you have been Mithras ally? An ally of Mithras? Me? Okay. Well, it's certainly possible. Nah, there's no way. Why so certain? As a blade, I aim to be Allrest's strongest, right? No matter what shape the world was in, I definitely would have wanted to challenge Mithra. We're talking wartime here. Surely such selfish reasons wouldn't matter. Nope. There's only one reason I fight. There's no way that would change, no matter who my driver was. No matter what the circumstances, I live to fight strong opponents. I can't really relate, but it certainly matches who you are. At least you can recognize your strength, Mithra. Yeah, that does feel pretty good. If you keep at your dream, I'm sure one day you'll get to be the strongest. Oh, hearing you say that doesn't sound like you want to fight me. We can just go a few rounds. I've got to test myself against you. But you just keep blowing me off. Yeah, Mithra's not really looking like she's in the mood. Nah, it's fine for now. I'm still in training anyway. I'll keep fighting alongside my driver, building up experience. And one day, I'll take her down from that pedestal she's on. Das war doch mal ein schönes Harmoniegespräch. Egal, wer Zenobias Meister ist, ihr Wesen bleibt einfach mal das gleiche. Da es in dieser Folge nur um Zenobia gehen soll, nehmen wir jetzt auch gleich den Söldnerauftrag Zenobias Beschwerde an. Den müssen wir mit Zenobia annehmen und dann müssen wir nach Argentum zur Goldmund. Dort bekommen wir dann eine Quest, die etwas länger dauert und eins der letzten Talente von Zenobia freischaltet. Und darum soll es auch gehen. In dieser Folge präsentiere ich euch das Harmoniegespräch und die Harmonie-Quest von Zenobia. Und ich verlinke euch mal oben in der Ecke, da habe ich ein kleines How-To gemacht, wie man komplett alle Talente von Zenobia freischaltet. Fangen wir erstmal hier an mit der Quest. Zenobia asked us to meet to you, but she's not you herself. Did we get the right time? Yes, I'm sure of it. More likely she just oversleep or something. Good! I made it just in time. Actually, a little bit late. Huh? Sorry. Sorry, okay, I guess I am late. I got a bit sidetracked fighting a massive monster on the way here. I must have gotten a bit carried away in the thick of it. Zenobia, you're always up for it. I like that. Haha, you know it. So, what did you want to talk to us about, Zenobia? Right, I wanted to lodge a complaint. You all know how much I like fighting really powerful enemies, right?
And I'm really grateful that you've been giving me duties where I might run into some decent opponents. So, what's the beef exactly? Well, the beef is that they're all so lame. Like, if I don't ever fight any really huge badass beasts, I can't truly express myself in battle. I need to feel that life or death tension to really get my pulse going. I mean, half of the battles I wind up fighting, I could win in my sleep. In other words, you're asking to fight tougher opponents. Exactly. If I can't get out of this rut, my skills are just going to stagnate, atrophy. Zenobia, I'm not sure there's enough of these crazy badass monsters to go around. Well, we have Pyra and Mithra here. I could just have a pop at them. That sounds like a bad idea. Well, yeah. So, why don't we go out and find some baddies to bash? It's a big world. There's got to be one or two worthy opponents out there, at the very least. Just a couple of full-blown behemoths. Surely we can find something. I tell you, if we don't, I'm gonna explode. I might have to vent my frustration on one of you guys. Ha, wie geil. Tora hat gleich Angst. Okay, let's look for some. Roger that. It's kind of a driver's responsibility. Yeah, I guess. We can't have you going feral on us now, can we? Hey, why don't we give her the moon on a stick? Thank you, everyone. Okay, let's get out there and get on with the hunt. Also, ich muss sagen, die englische Synchronsprecherin von Zenobia, die Stimme passt echt gut zu ihrem Charakter. Aber selbst wenn wir jetzt ein starkes Monster finden wollten, hat jemand eine Ahnung, wo wir suchen sollen? Also, ich nicht. Nicht mein Spezialgebiet, sorry. Tora weiß nicht. Nein. Jetzt kommt schon. Irgendeinem starken Monster werdet ihr ja wohl mal begegnet sein. Begegnet schon, aber ich merke mir halt normalerweise nicht, wo die wohnen. Ein Monster zu finden, was dich zufriedenstellt, scheint mir auch fast unmöglich zu sein. Glaube ich auch. Das heißt, ihr wollt schon aufgeben, bevor ihr es überhaupt versucht habt? Mal überlegen, ich hätte da so eine Ahnung. Oh wirklich, Mithra? Naja, so ein Gerücht, das ich mal gehört habe, ist auch schon Ewigkeiten her. Egal, das klingt vielversprechend, raus mit der Sprache. In uralten Zeiten soll es ein mächtiges Wesen gegeben haben, das sie den König der Bestien nannten. Er war so stark, dass niemand ihn besiegen konnte. Irgendwann gelang es den Menschen damals, ihn zumindest zu versiegeln. Dabei kamen Hunderte ums Leben. Das klingt ja fantastisch, der perfekte Gegner für mich. Und wo finden wir diesen König? Keine Ahnung. Was? Du kannst mich doch nicht erst so heiß machen und dann das? Tut mir ja leid, aber so genau habe ich mich eben nie damit auseinandergesetzt. Wenn an dem Gerücht etwas dran ist, müssten irgendwo Aufzeichnungen dazu zu finden sein. Vielleicht könnten wir in der Bibliothek von Theosaur danach suchen. Wenn in den staubigen Schinken dort nichts dazu steht, dann nirgendwo. Was, echt? Ja, echt. Oh, dann müssen wir sofort dahin. Vielen Dank schon mal, Sieg, Vadoria. Als Dank dürft ihr zusammen mit mir gegen dieses versiegelte Monster kämpfen. Ich könnte mir Schöneres vorstellen. Gut, dann auf nach Tantal. Große Herausforderung angenommen. Dann heißt es wohl jetzt erstmal auf nach Tantal, die Bibliothek durchstöbern und schauen, was wir für Infos dazu bekommen. Nicht wundern, dass die Folge mehr geschnitten ist als sonst. Im Endeffekt habe ich das Harmoniegespräch und die Harmoniequest für diese Folge zusammengestellt, damit ich sie euch nicht vorenthalte. Eine ziemlich gewaltige Bibliothek, was? Hier stehen angeblich über 10 Millionen Bücher rum. Das klingt nach viel. Klar ist das viel. Hier gibt's Bücher aus allen Zeitaltern und aller Herren Länder. Es muss hier einen Hinweis geben. Dann bin ich mal gespannt. Warte nur, König der Bestien. Sollen wir uns aufteilen? Na, ob die hier fündig werden, ich weiß ja nicht.
Jetzt suchen wir schon eine ganze Weile und haben immer noch nichts gefunden. Tja, tut mir leid, Zenobia. Ist ja nicht deine Schuld, Pandoria. Oh je, das muss jetzt eine ziemliche Enttäuschung für sie sein. Kein Wunder, so sehr, wie sie sich gefreut hat. So ein Mist, wenn es Zenobia dreckig geht, fühle ich mich auch mies. Weiß denn niemand irgendetwas über diesen versiegelten König der Bestien? Verzeiht, mein Prinz, habt ihr gerade König der Bestien gesagt? Wer bist du denn? Entschuldigt meine Unhöflichkeit, mein Name ist Saman und ich bin ein fahrender Bade. In meinem Repertoire befindet sich ein Lied über die Versiegelung eines gewissen Königs der Bestien. Das fiel mir sofort ein, als ich Euer Hoheit diese Worte sprechen hörte. Ah, endlich weiß mal jemand was. Erzähl, was wird denn in diesem Lied erzählt? Also, es handelt von den Helden, die den plötzlich aufgetauchten König der Bestien versiegeln. Sie ziehen mit ihren Klingen und vielen Gefährten los, um den König der Bestien zu bezwingen. Er soll so stark gewesen sein, dass er ganze Länder in Schutt und Asche legen konnte. Die Leute verliehen ihm den Namen Thanatobestie Andras. Oh, was für ein epischer Name. Das Viech war bestimmt kein Schwächling. In der Tat, im Lied reicht selbst die vereinte Kraft der Helden nicht aus, um ihn zu besiegen. Die Helden und die Gefährten geben schließlich ihr Leben, um im Gegenzug den König der Bestien zu versiegeln. Das Lied beschreibt, wie sie mit Hilfe von 4 Siegelsteinen das Siegel erschaffen. Diese werden dann in 4 verschiedenen Ländern versteckt, damit er nie wieder befreit werden kann. Na super, und wo finden wir jetzt diese Siegelsteine? Das Lied enthält immerhin einen Hinweis. Der Stein der Erde ruht in einem Meer aus Blättern. Der Stein des Feuers in heißer Ödnis. Den Stein der Erde findet man in Gormod an der Maenef-Schulter und den Stein des Feuers in Mor Edain. Aber die genauen Orte zeige ich euch dann in dem How-To-Video. Der Stein des Wassers liegt im Nass des ewigen Frühlings, der Stein des Windes im Kleinland der Seebriesen. Den Stein des Wassers bekommt man in Uraya und den Stein des Windes gibt's bei den Lefterischen Inseln beim Götterfurt. Aber auch das zeige ich euch in dem kleinen How-To-Video. Genauer weiß ich es leider auch nicht. Na, das ist ja wenigstens etwas. Dann lasst uns die Siegelsteine mal schnell suchen. Oh, aber darf ich fragen, was ihr mit den Steinen zu tun gedenkt? Na, das ist ja wohl klar. Wir werden die Dinger kaputt machen und die Thanatobestie Andras befreien. Und dann bringe ich diesen Monsterkönig höchstpersönlich zur Strecke. Zur Strecke? Den König der Bestien? Ah, ein gelungener Scherz. Du bist die Erste, die ich treffe, die diese Geschichte wirklich glaubt. Was ist daran so komisch? Mythra hatte schließlich auch schon davon gehört. Ach übrigens, wo soll diese Thanatobestie denn nun genau versiegelt sein? Dazu schweigt sich das Lied aus, oder was? Also es ist so. Ja, die Strophe, in der das erklärt wird, habe ich leider vergessen. Das ist ja wohl der wichtigste Teil, wie kann man das denn vergessen? Ich hätte nie gedacht, dass sich irgendwer einmal dafür interessieren würde. Aber sorgt euch nicht, ich bin mir sicher, mein alter Lehrmeister hat das Lied noch vollständig im Kopf. Während ihr versucht, die 4 Siegel zu lösen, werde ich ihn konsultieren. Ihr findet mich im Gasthof bei Anastatia. Alles klar, dann legen wir los, finden wir die Siegelsteine. Ich wünsche euch viel Erfolg. Also, an dieser Stelle gilt es, die 4 Siegel zu lösen. Dafür müsst ihr halt nach Gormod, Mor Edain, Uraya und zu den Lefterischen Inseln. Wie gesagt, das zeige ich euch in dem How-To-Video, in dem ich alle einzigartigen Gegner suche und besiege, um komplett alle Talente von Zenobia freizuschalten. Da könnt ihr dann gerne raufgucken, wenn ihr die Orte wissen wollt. Wir setzen jetzt gleich wieder ein, ab dem Punkt, wo die 4 Siegel gelöst sind. Falls Saman bei euch nicht direkt da steht, empfehle ich euch einfach mal im Gasthaus zu übernachten, dann dürft ihr am nächsten Tag dort stehen. Da sind wir wieder. Ist es euch tatsächlich gelungen, die 4 Siegel zu zerstören?
Dreimal darfst du raten. Und du, hast du deinem Lehrmeister gelöchert, wo unsere kleine Thanatobestie zu finden ist? Ja, der König der Bestien ruht wohl in der Xataris-Quelle in Temperantia. Temperantia? Klingt passend als Ruhestätte eines Königs der Bestien. Dann sind wir mal eben kurz weg. So wartet doch! Es genügt nicht einfach nur die Xataris-Quelle aufzusuchen. Hä? Wie jetzt? Es soll 4 weitere Siegel geben, die ihn daran hindern, aufzuwachen. Licht, Dunkelheit, Blitz und Eis, diese Siegelsteine müssen zerstört werden, um ihn zu erwecken. Noch mehr Siegel? Nu, Quest ist doof kompliziert. Wenn sie so viele Siegel für nötig gehalten haben, dann heißt es ja nur, dass unser Monster so richtig schön böse und mächtig sein muss. Erkenntnis ist nicht unbedingt Anlass für Jubel, Freu, findet Tora. Wenn das nicht das übelst hammerhärteste Monster ist, das je gelebt hat, werde ich sehr enttäuscht sein. Gut, dann wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Gehen wir zur Xataris-Quelle und brechen die letzten 4 Siegel und dann geht es rund. Und schwupps, weg ist sie. Zenobia, bitte auf Tora warten. So, an der Xataris-Quelle in Temperantia angekommen, sieht man natürlich erstmal direkt die 4 Siegel. Und die müssen wir lösen. Auf jeden Fall braucht man da ziemlich hohe Level, was die Klingen betrifft. Da empfehle ich euch, wenn ihr die entsprechenden Level noch nicht habt, dass ihr normale Klingen, also gewöhnliche Klingen, einfach versucht von der Harmonie und den Talenten her höher zu kriegen, damit ihr da auf die Stufe 9 kommt. Ich zum Beispiel hatte nicht genug Eiselemente, da musste ich erstmal mit Sieg los und 2 Klingen, ja, die das Eistalent erhöhen, damit ich auf Stufe 9 kam. Damit wären alle Siegelsteine zerstört. Wenn die Geschichten wahr sind, sollte jetzt diese Thanatobestie erwachen. Mann, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Endlich werde ich dem mächtigen Andras gegenüberstehen. Seid auf der Hut, wir wissen nicht, mit was für einem Gegner wir es zu tun haben. Weise Worte. Tora zittert vor Aufregung. Ach, ich bin sicher, dieser Andras hat genauso viel Angst vor dir, wie du vor ihm. Peinliches Schweigen. Es passiert nichts. Was ist da los? Es passiert ja gar nichts. Seltsam. Haben wir vielleicht irgendetwas falsch gemacht? Vielleicht sollten wir nochmal nachfragen, wie das genau gehen sollte. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Aber, das Vieh kann doch nicht einfach schwänzen. Ich halte es nicht aus, es noch länger drauf zu warten. Du wirst es überstehen, wir kriegen das sicher bald hin. Nein, ich werde es nicht überstehen. Kommt, wir hauen unauffällig ab. Ich glaube, Zenobia explodiert gleich. Nu? Oh, da explodiert noch was anderes. Und was erwartet uns da jetzt? Die Thanatobestie. Schnell ins Pausenmenü. Ich habe hier erstmal nochmal das Team überarbeitet, weil um den letzten Siegelstein lösen zu können, musste ich natürlich mein Team umstellen, um auf das Eiselement zu kommen. Ich habe dann erstmal das Team wieder soweit alles eingestellt. Ich habe auch die ganze Zeit mit Zenobia gekämpft. Ihr werdet dann wahrscheinlich erst so ab der nächsten Folge oder... Ja, nein, eigentlich werdet ihr schon in dieser Folge sehen, wie ich mit Zenobia kämpfe, denn die macht einfach hammergeilen Schaden. Deswegen genau deswegen habe ich bei ihr die kompletten Talente freigeschaltet, weil sie einfach mal hammermäßigen Schaden macht. Damit kann man super einzigartige Bosse bekämpfen und es heißt ja nicht umsonst, dass Zenobia vielleicht die beste Klinge oder die stärkste Klinge im Spiel ist. Ich habe schon geschafft, mit einzelnen Skills von Zenobia so eine Klingenkombo, 900.000 Schaden zu machen. Das ist schon krass. Ich lasse den Kampf jetzt einfach mal unkommentiert. Guckt einfach zu, wie ich die Thanatobestie Andras bekämpfe. Einmal bin ich verreckt. Das lag daran, dass
Ja, das wird. Ich sag dann gleich nochmal was dazu. Erstmal heißt es gegen Thanatobestie Andras kämpfen. Vor diesem Kampf habe ich ja gegen ziemlich viele einzigartige Gegner gekämpft, die leichter waren, die alle mit Zenobias Talenten zu tun hatten. Und ja, ich dachte mir, der wird jetzt auch nicht so schwer sein. Deswegen habe ich jetzt hier zum finalen Schlag angesetzt und habe einfach mal, ich weiß gar nicht, wie viele Element-Orbs hat es drauf, sehen wir, ich glaube, gleich. Der Bestienstampfer von ihm macht auf jeden Fall ordentlich Flächenschaden. Das hat teilweise auch ziemlich dafür gesorgt, dass die KP runtergegangen sind. Aber jetzt muss eigentlich gleich die Angriffskette gestartet werden. Ich glaube, ich versuche gerade noch ein Elementorb aufzuhauen, oder? Den Wasser? Wasser-Elementorb, den könnte man noch... Nee, doch. Da kommt noch der Wasserelementorb drauf. Wie viel Schaden macht das? 400.000. Ist ja eigentlich auch ganz nice, aber naja. Gegen das, was andere teilweise schon für Schaden macht, ist das, was ich hier fabriziere, schon fast lachhaft. Auf jeden Fall habe ich hier 4 Elementorbs. Ja, produziert oder auf die Thanatobestie Andras raufbekommen und dachte mir, ja, jetzt besiege ich ihn. Und dann hat die Angriffskette einfach aufgehört. Kampf wurde pausiert. Hey, I don't know how this small fry got a cool name like Thanatobeast. Hardly worthy of the name. It fought like it didn't even care. The little blight has come back to life! It looks that way. Incredible regenerative powers. So you went to all that trouble and now it's alive again? Cool! I hope it is. But what if monster just come back to life again? No, it's all good. If it's not dead, well, I'll just get to kill it all over again. Time for round two. Ich finde den Kampfgeist von Zenobia echt beeindruckend. Den Gegner fast down und dann rafft er sich wieder auf und man muss nochmal die komplette Leiste runterkämpfen. Was mich persönlich immer ärgert, wenn man den Gegner fast down hat und dann nochmal muss. Und hier habe ich das erste Mal, ja, gefailt, weil das Problem war, die Bestie stand im Giftwasser und ich habe den ganzen Kampf an der Stelle versucht zu machen und natürlich sind Morak und Tora verreckt und
Ja, Rex hat es dann nicht mehr geschafft. Auf jeden Fall habe ich dann beim zweiten Versuch Thanatobestie Andras einfach mal weiter in die Höhle reingeholt. Und da ging es dann. Ja, der Kampfgeist von Zenobia ungebrochen. Hammermäßig. Also das, was die Klinge kann, was für Talente sie hat und wie stark sie einfach mal gegen einzigartige Gegner ist, das deckt sich einfach mal sowas von mit ihrem Charakter. Sie stellt sich einfach mal jedem einzigartigen Gegner, jedem Boss, egal wie stark er ist, und versucht ihn zu bekämpfen und ist einfach hammergeil. Talente, wenn man gegen stärkere Gegner, also Level höhere Gegner kämpft, mehr Schaden. Wenn der Gegner umgeworfen wird, mehr Schaden. Wenn der Gegner ein einzigartiger Boss ist, mehr Schaden. Einfach mal megamäßig, was Zenobia drauf hat. Ich denke, sie wird am Ende eine der Klingen sein, die mir dabei helfen, die ganzen über 100er einzigartigen Gegner platt zu kriegen. Vielleicht werde ich irgendwann demnächst, ich weiß nicht, nicht unbedingt in der nächsten oder übernächsten Folge, aber irgendwann demnächst versuche ich mal den 100er Gegner bei den Klippen von Morrithar. Das ist ja der gefühlt schwerste Gegner im Spiel. Ich habe ihn so ein bisschen off-cam schon ausprobiert und habe festgestellt, okay, dem sein Damage-Output ist ja mega mäßig. Da ist schwer, sich dagegen hochzuheilen oder, keine Ahnung, den Angriffen auszuweichen. Das klappt alles nicht so gut. Da arbeite ich momentan noch an der Technik, deswegen halt heute die Folge mit dem, ja, mit dem Harmonie, mit der Harmonieerhöhung mit Zenobia. Und in der nächsten Folge werde ich mich dann wahrscheinlich mit Newt beschäftigen. Und ja, warum ich mich mit Newt beschäftige, das werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren. Machen wir jetzt erstmal den Kampf hier fertig und gucken, was dann am Ende des Kampfes passiert. To you, Morag. As planned. And now! Super Elemental Burst!
think you're up to it, Tora? Elemental burst! Let's keep it up! Astounding! Hit it, no! It's up to you, Moray! Very well! I'll finish what you started! Elemental burst! Think you're up to it, Tora? Tora, right on time! Copy, QB5, operating. Elemental burst! Swooshing slash! Get off spinning edge! Unleash your power! Genesis Dragon! Breaking wave! It's no good. There's no way to stop it. I'm gonna run dry. If it keeps coming at us like this. It's not showing any signs of stopping. Kill it too difficult. Maybe that's why it was sealed in first place. Tora's right. We should have left well alone. Jetzt kommt die beste Szene. Guckt sie euch einfach mal an. Nuh-uh. At least it's finally living up to its name. We've run into a half-decent monster for once. I'm having a great time. Well, let's do it. Nothing for it, but to give it everything I've got. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Daran denkt man bei der Szene, ey. Also ich zumindestens. Is she for real? Never make Zenobia angry. That cleared the cobwebs. Letzter Angriff von Zenobia war super duper. Das kannst du laut sagen, die Thanatobestie Andras kann einem fast leid tun. Ist Zenobia jetzt endlich zufrieden? Irgendwie nicht ganz. Was? Ich habe doch genau gesehen, was für einen seligen Gesichtsausdruck du beim Kämpfen gemacht hast. Ich geb's zu, dieser letzte Schlag hat sich verdammt gut angefühlt. Aber wir haben ja alle zusammengekämpft, das heißt, ich muss den Sieg mit euch teilen. Deshalb fühle ich mich irgendwie immer noch nicht so, als wäre ich die Allerstärkste. Echt nicht? Ich sag nur, wie es mir vorkommt. Ich werde wohl erst zufrieden sein, wenn ich mich in einem Duell ganz allein beweisen kann. Und als Gegner brauche ich ein noch stärkeres Monster als ihn hier. Sonst wird sie mich nie als ebenbürtige Rivalin akzeptieren. Zenobia, sag bloß, du willst mit Mythra kämpfen. Naja, das wäre das nächstliegende, aber die Zeit ist noch nicht reif dafür. Worauf wartest du denn? Meine Kraft ist einfach noch nicht groß genug, um mit der Aegis mithalten zu können. Ich muss noch viel, viel stärker werden als jetzt. Deshalb muss ich weitere starke Monster finden und gegen sie kämpfen. Ich wette, es gibt noch einen ganzen Haufen an echten starken Monstern, die nur auf mich warten. Eins steht fest, Zenobia, solange du bei uns bist, brauchen wir uns vor keinem Feind zu fürchten. Schön, dass mein Meister mich zu schätzen weiß. Ich verspreche, ich werde euch nicht im Stich lassen. So, das waren das Harmoniegespräch und die Harmoniequest Große Herausforderung von Zenobia. Eine Nanometallstulpe bekommen wir sogar dafür. Hier jetzt nochmal als Endcard das How-To, wie ihr alles für Zenobia freischaltet, falls ihr dort Hilfe braucht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es unten in die Kommentare, was ihr von Zenobia haltet. Und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder live kommentiert. Ciao!